Vom Urlaub zurück und von einem Termin zum anderen. Ja, genau so ist es. Und wir stehen jetzt hier auf dem Stellplatz zwischen den Terminen. Genau, wir kommen von einem Reparaturtermin und fahren gleich zum nächsten Reparaturtermin. Ja, und die Zeit überbrücken wir uns hier jetzt in Erbach an der Donau, Genau. Baden-Württemberg. Und da wollten wir uns mal melden und nach dem Intro sagen wir euch, was Sache ist. Aber das machen wir natürlich in unserem Gustl, weil es ist nämlich noch ganz schön frisch. Wir sind nicht mehr in Portugal, wir sind wieder in Deutschland und es Ja. ist noch kalt. Ja. Und bevor wir reingehen, beziehungsweise bevor ich reingehe, sage ich euch, mit was diese Werkstatttermine nichts zu tun haben. Die aufmerksamen Zuschauer haben es ja schon mitbekommen, wir haben einen heftigen Verkehrsunfall gehabt. Der wird noch nicht repariert. Der Gustl ist aber fahrbereit und das Ganze sieht einfacher aus, als es ist. Aber zum Unfall machen wir noch separat einen Bericht. So sieht der Gustl aus. Und es gleich, um eure Fragen nochmal generell zu beantworten, es kamen zu viele Anfragen aufgrund der Aussage, die ich getroffen habe. Es gab keine Personenschäden, es gab nur erheblichen Sachschaden. Ja, und natürlich alle etwas geschockt. Und wir müssen das Ganze auch erst einmal ein bisschen verarbeiten. Aber wir berichten von den Sonnenseiten unserer Reisen und dann berichten wir auch von der Schattenseite. Wir werden also das aufarbeiten. Und wenn dann Ergebnisse da sind, also auch was Gutachter und so weiter sagen, dann werden wir ausführlich davon einen Bericht machen. Ja, genau. Aber jetzt widmen wir uns erst einmal den anderen Schäden, die wir im Urlaub bemerkt, beziehungsweise jetzt nach dem Urlaub behoben bekommen. Genau so ist es. Was gibt mir recht, ist so schön, oder? Was gibt es sonst noch für Reparaturen, außer dem Schaden, den wir angerichtet haben? Das heißt, den ich angerichtet habe. Batterie, neue Batterie haben Ja, wir. wir haben ja schon berichtet von der CMD, dass wir Probleme mit unserer Batterie haben, unserer Lithium-Batterie. Die war 3 Jahre alt und hat also nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Und wir haben dann uns mit dem, der das eingebaut hat, nämlich mit der Firma Staebler, auseinandergesetzt. Und die Firma Staebler hat uns sofort angeboten, die einzuschicken bei Lyon-Tron und uns in der Zwischenzeit eine Ersatzbatterie zur Verfügung stellen, obwohl schon 3 Jahre vergangen sind. Aber die haben sich wohl an ihr Versprechen erinnert, dass die Batterie viele Jahre hält. Und dazu ist es aber nicht gekommen, denn ich habe mich zwischenzeitlich mit der Firma Liontron in Verbindung gesetzt und wir haben ein Agreement getroffen, während wir in Portugal waren. Und so konnten wir Liontron, Firma Staebler und wir einen Termin für den 14. März gleich März. vereinbaren. Noch in Portugal haben wir das vereinbart. Und da ist uns jetzt eine Ersatzbatterie zur Verfügung gestellt worden und die wurde von der Firma Staebler eingebaut. Und dann ist uns während dem Urlaub in Portugal noch was passiert. Und zwar haben wir ja eine Luftfederung hinten eingebaut und ich habe mich schon gewundert, dass der Fahrkomfort etwas nachgelassen hat. Und dann habe ich festgestellt, dass von einem Dach auf den anderen wohl so ein Blasebalg, wie er in der Luftfederung enthalten ist, kaputt gegangen ist. Und da habe ich dann eine E-Mail an die Firma Staebler geschickt. In Waghäusel ist die Firma Staebler. Und ich bekam prompt eine Antwort, wie auch schon bei der Batterie. Und wir haben dann auch für den 14. einen Termin vereinbart, wenn wir zurück sind aus Portugal. Das hat geheißen, bis dahin können wir problemlos weiterfahren, was wir auch getan haben. Und jetzt war der Termin gestern und der Blasebalg ist ausgetauscht worden, die Luftfederung funktioniert wieder. Und wir sind ins Auto eingestiegen und haben sofort gemerkt, da ist ein ganz gewaltiger Unterschied, Ja, oder? klar, das merkt man natürlich schon. Also, man hätte es gut in Portugal gebrauchen können, weil da ja die Straßen zum Teil schon etwas holprig sind. Ja, also das war von der Firma Staebler. Das muss ich einmal ganz, ganz klar dazu sagen. Wir haben ja vieles von der Firma Staebler einbauen lassen. Und immer, wenn wir Serviceanfrage gehabt haben, sei es, dass wir keinen Strom gehabt haben oder dass sonst irgendeine Störung gewesen ist, die nicht an dem Einbau gelegen hat, ja, also aus irgendwelchen anderen Gründen, ich habe immer sofort
eine Antwort bekommen, egal ob ich eine E-Mail geschrieben habe oder ob ich angerufen habe. Und das muss ich wirklich sagen, wir haben jetzt schon uns mit vielen Leuten über Zusatzeinbauten und Firmen unterhalten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Firmen sind schwer erreichbar. Das haben wir gestern wieder. Wir haben bei der Firma Stäbler einige Leute getroffen, die uns auch verfolgen. Kanalmäßig meine ich jetzt. Ja, ja, also Zuschauer von uns. Grüßen wir auch an dieser Stelle nochmal herzlich. Und die haben uns bestätigt, dass sie also mit anderen Firmen massive Probleme hatten, was Service und schon was Angebote per Antwort angeht. Das ist bei der Firma Stäbler definitiv nicht der Fall. Also insoweit sind wir sehr zufrieden und jetzt ist es auch gut alles eingebaut worden. Wir haben jetzt eine neue Batterie, die bis jetzt gut funktioniert. Ja, es ist jetzt gerade mal eine Nacht. Ja. Die Luftfederung, die federn wieder. Ja. Und wir sind auf den Termin zum nächsten Werkstatt, zur nächsten Werkstatt. Ja, genau. Und die ist, wenn wir Bad Waldsee sagen, dann wisst ihr genau, wo das ist. Ja, genau, in Bad Waldsee, bei Hümer natürlich. Richtig. Und da sind wir jetzt zum wiederholten Male. Und zwar muss bei uns schon wieder das Seitenfenster ausgewechselt werden. Wir kriegen jetzt das vierte Seitenfenster. Das ist ein Unding. Ein fürchterliches Unding ist das. Vor allen Dingen, das behindert ja auch beim Fahren. Oder man darf da gar nichts mehr fahren. So gut wie gar nichts, ja. Naja, man sieht nichts mehr und das ist kein Zustand auf Dauer. Also das Glas, das läuft von innen an, sobald die Sonne drauf scheint. So wie Temperaturen um den Gefrierpunkt sind oder darunter und die Sonne scheint drauf, läuft das Glas an. Und es ist jetzt die vierte Scheibe, die eingesetzt wird. Ich bin gespannt, ob die Firma Hümer das Ganze noch in den Griff bekommt. Nur wir haben also die dritte Scheibe, die wir bekommen haben. Da hat es auch geheißen, das ist Garantie. Und dann hat man zwar die Scheibe uns auf Garantie eingebaut, aber hat uns 500 Euro für den Einbau abgeknöpft. Ja. Jetzt, wie wir in Portugal unterwegs sind, haben wir uns auch mit der Firma Hümer auseinandergesetzt. Auch da müssen wir übrigens sagen, die Antworten kommen immer prompt. Also auch da Service, Ansprechpartner sofort vorhanden, kompetent. Es wird dann auch unterwegs geholfen. Auch das müssen wir unbedingt sagen. Ja. Aber sie haben bei der dritten Scheibe haben sie uns das Ganze als Garantiefall anerkannt und dann haben sie uns aber für den Einbau 500 Euro abgeknüpft und haben gesagt, die 500 Euro könnt ihr euch von der Firma Hümer vom Werk zurückholen. Da haben wir dann eine Serviceanfrage gemacht und die haben gesagt, mehr oder weniger habt ihr einen Vogel, von mir kriegt ihr doch kein Geld. Ja, und dieses Mal habe ich gesagt, also Garantieaustausch ja, aber diesmal geht es über einen Gutachter, ja. Es sei denn, ihr macht mir eine Kostenübernahme für den Einbau. Das hat dann 3 Tage gedauert und dann kam die Kostenübernahme. Also bei der Firma Hümer muss man da vorsichtig sein. Mit Kulanz geht nämlich da gar nichts. Diesmal müssen wir offensichtlich nichts bezahlen. Also ich bezahle auf jeden Fall jetzt für die Seitenscheibe nichts mehr. Das ist jetzt die vierte Scheibe, die wir dann drinnen haben. Und ich bin gespannt, wie lange die dann hält. Also warum die Firma Hümer das nicht in den Griff bekommt mit der Seitenscheibe. Ja, oder wenn das an der Firma Hümer überhaupt liegt oder an einem Scheibehersteller. An Zulieferer, ja, aber das ist ja trotzdem Sache der Firma Hümer. Ja, genau. Also da muss er den einfach so anweisen, dass er die Qualität liefert, dass die Scheibe hält, denn die anderen halten ja auch. Ja, ja bis jetzt. Heute. Wir werden sehen, ob dann die Scheibe erfolgreich eingebaut wird und ob sie dann hält ist, werden wir wahrscheinlich erst nächstes Jahr im Januar oder im Dezember erfahren, wenn wieder die Sonne bei Frost draufschreibt und dann werden wir euch wieder berichten, wie sehr die fertige Scheibe dann funktioniert hat. Vor 2 Jahren hat es ja jetzt immer kalt. Immer im zweiten Jahr ist das erst gekommen. Ja, ja. Also müssen wir noch 2 Jahre abwarten. So viel zum Thema Firma Hümer. Und unser Ding, die Kamera ist jetzt heiß geworden, deswegen muss man da einen kleinen Break reinmachen. Aber das war es ja schon zum Thema Hümer. Da fahren wir jetzt in Ruhe hin und dann ziehen wir weiter. Ja, genau. Und wir zeigen euch natürlich dann noch ein paar Bilder, was da jetzt noch ausgetauscht wird und was nicht. Und dann haben wir noch das Thema Glesana, das sind wir auch sehr, sehr häufig angesprochen worden. Ja. Wir haben ja auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf haben wir ja die Firma die Glesana mit der Toilettenform vorgestellt und waren da auch ziemlich begeistert oder sind auch ziemlich begeistert davon. Auf der CMD haben wir nochmal ein kurzes Interview mit Daniel gedreht. Und jetzt werden wir angefragt, wie wir zufrieden sind, beziehungsweise wer bemerkt hat, dass wir noch keine Glesana haben,
fragt, warum wir die so angepriesen haben. Also das war erstens mal übrigens kein Sponsoring, sondern das war unsere eigene Recherche, diese Glesana, und wir waren auch sehr daran interessiert. Wir hatten auch schon einen Einbautermin für nach der Norwegenreise und wir haben den dann auch wieder abgesagt. Aber es gibt keinen rationalen Grund dafür. Das ist einfach emotional. Wir sagen uns, wir wollen jetzt keine Veränderung vornehmen, weil wir eigentlich mit den Kassetten gut zurechtkommen. Wenn wir eine neue Toilette brauchen würden, würden wir sicherlich die Glesana einbauen. Denn für uns beide eigentlich, ich spreche da völlig mit, oder? Ja. Für ja. uns beide ist die Glesana die beste Alternative zu einer Kassettentoilette. Fäkaldank hat seine Nachteile und dann die Trockentrenntoilette käme für uns gar nicht in Frage. Nein, da sind wir jetzt nicht so begeistert, also nicht überzeugt davon. Ja. Die Glesana ist eine tolle Lösung und wir würden uns die sofort einbauen, wenn wir Probleme hätten mit unserer Kassettenlösung, aber eigentlich, wir sind auch jetzt in Portugal wieder 8 Wochen unterwegs gewesen. Und ja, wir haben immer irgendwo was gefunden, wo man sie problemlos entsorgen kann. Ja. Also wir haben kein Problem mit der Kassette. Ja, haben wir eigentlich diesbezüglich kein Problem, dass man nicht weiß, wohin damit. Ja, und wir hätten immer noch die Möglichkeit, also etliche Tage freizustehen, wenn wir eine Ersatzkassette dabei haben, die wir noch nie benutzt haben. Mhm. Und das war der einfache Grund, warum wir gesagt haben, wieso sollen wir jetzt die Toilette wechseln? Mhm. Wir kommen eigentlich mit dem System gut zurecht. Aber wer Probleme damit hat oder wer sagt, ich möchte eine andere Toilettenform, den können wir es nur empfehlen. Und vielleicht, wenn wir unser neues Wohnmobil mal irgendwann kaufen, werden wir auch diese Glesana, einen Einbau der Glesana prüfen. Ja, ja, klar. Also man macht sich dann natürlich wieder kundig und alles und das solltet ihr auch. Und dieses System, was euch am besten zusagt, das sollte man dann verwenden. Genau. Was war heute halt Besonderes? Stundenlanges Warten im Aufenthaltsraum von der Hümer-Werkstatt. Das ist ja nichts Besonderes, das ist ja immer so bei Hümer. Ja. Was war heute halt Besonderes? Wir bekamen eine neue Seitenscheibe. Ist auch nichts Besonderes, haben wir schon 3 gekriegt. Dann bekamen wir noch einen Termin für unsere Unfallreparatur. Stimmt, haben wir auch gekriegt, ja. Aber das ist auch nichts Besonderes, haben wir ja schon mal gekriegt. Oh, was haben wir noch? Wir haben was ganz Besonderes heute erlebt. Keine Rechnung. Ach so. Keine Rechnung. Und ich habe jetzt gleich nachgeschaut, am Glas sind ja immer diese Zahlen angegeben, also die Glasnummer. Die ist diesmal unterschiedlich. Also es ist eine andere Scheibe eingesetzt worden und auch von einem anderen Hersteller. Ah, okay. Dann wären wir ja jetzt, oder wir hoffen jetzt, dass es dieses Mal... Bitte keine 5. Scheibe, uns langen 4. Ja, genau. Jetzt hoffen wir, dass die natürlich nicht auch nochmal anläuft und dass jetzt endlich alles in Ordnung ist. Ja, und dann haben wir einen Termin vereinbart schon für die Fahrzeugreparatur. Wir lassen den komplett reparieren und das wird ein 5-stelliger Betrag, den da unsere Versicherung dafür bezahlen muss. Also ich rede jetzt vom Unfall aus Frankreich. Aber wir werden das alles ausführlich dokumentieren und dazu Rede und Antwort stehen.
beziehungsweise alles gleich so aufdröseln, dass ihr Bescheid wisst. Das machen wir das Leben offen. Das war es dann eigentlich, Ursi, oder? Mehr ist nicht zu sagen, das waren unsere Werkstatttermine, die wir gehabt haben. Ja. Mit den Dingen, die behoben werden konnten, teilweise schon gestört waren vor der Portugal-Reise, teilweise durch die Portugal-Reise. Es ist alles wieder behoben. Vielen Dank an die Firma Stäbler, vielen Dank an die Firma Hümer. Wir bleiben euch treu und kommen sicher wieder. Ja, aber nicht so schnell. Habt sie jetzt nicht vor. Nach Möglichkeit nicht mehr, ja. Und alles weitere zu Portugal und alles weitere zum Unfall folgt demnächst auf diesem Kanal. Also am besten gleich den Abo-Knopf drücken und die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr sofort Nachricht, wenn wir unseren Unfall einstellen. Aber ich muss noch ein bisschen mental verarbeiten. Ja, das geht einem natürlich schon nach, wenn man einen Unfall verursacht, bei dem man selber schuld ist. Und habe aber übrigens Rückmeldung heute, habe mit der Versicherung telefoniert. Auch der Unfallgegner hat sich gemeldet, sie sind beide unverletzt, also kein Personenschaden. Gott sei Dank. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. Und Sachschaden lässt sich reparieren und wir zeigen euch die Details. Ich habe mich gestern schon hingesetzt, wollte ja wegen des Zusammenschneiden, aber da ist mir die Magengrube noch ein bisschen zu übel. Ich brauche noch eine Woche, bis ich es verarbeitet habe. Ja. Wenn, man okay. Wenn mich die Ursi unterstützt, dann schaffe ich das in einer Woche. Ja, klar. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ciao. Tschüss.